Hallo und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress, der Steam-Version. Ja. Immer noch sehr viel zu tun. Werden eigentlich jetzt. Bins werden gerade keine hergestellt. Wir haben immer noch Binnenmangel. Guten Bin. Machen wir 15 Stück nochmal. Wir haben ja jetzt zum Glück den Zugriff auf Untergrundholze. Hunde kämpfen? Wobei, hier sind ja eigentlich Bins. Ist noch nicht validated, also weg damit. Belagert werden wir noch. Die sind da unten. Dwarvenscheid mit Depressionen. Ist mir egal. Das ist das Problem vom Dwarvenscheid, nicht von uns. Ja, dann pull mal den Lever. Oh, einer unserer Metal-Zwerge ist von der Society abgehauen. So wie es aussieht, kriegt er alles zusammen, was er braucht. Leute. Okay. Gut. Keine Migranten. Die Goblins haben wir platt gemacht. Das heißt, wir können mal unsere beiden Squads jetzt wieder normal schaffen lassen. Der pennt da unten. So, können wir mal alles claimen, was hier so rumliegt.
Also ja, aber es war definitiv ein Fehler, den Zugang zur Müllkippe hier zu machen. Oh, Mysterious Construction. Er hat also alles wenigstens, was er braucht. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Mal sehen, können wir Tetrahedrit auch stauen? Oh, er ist etwas verletzt. Unser Fluss hat jemand ein bisschen geputzt. Ein Eisen. Ein Tisch aus Eisen. Okay. Gucken wir mal. This is an Iron Table, also ein Eisentisch. Quartzwaff Ship of the highest quality, also von höchster Qualität. Dekoriert mit Grizzlybärleder. Umrandet mit Stacheln aus Eisen, Tetrahedrit und Chrysopas. Auf dem Item befindet sich ein Abbild von Briolette Cut Gems in Schafswolle. Auf dem Gegenstand ist ein Abbild von Mechanismen in Pigtail. Okay. Hunde fighten. Haben wir mal wieder zu viele Hunde? Na, wir haben schon wieder einen guten Haufen Hunde. Dann werde ich mal alle, die hier sind und nicht Watchdogs sind, mal zur Schlachtung freigeben. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Das sind unsere Watchdogs und die beiden. Dann haben wir noch die vier Weibchen vom Anfang und den ganzen Haufen hier unten. Jetzt haben wir endlich mal wieder Fleisch und ja. Was sagt denn die Küche so? Wir haben jede Menge Plump-Helmets. Sieht es egal. Alk sollten wir nicht verkochen. Wir haben noch ein bisschen Dwarven-Sirup. Ich könnte also mal ein paar Sweetpots in Sirup verwandeln.
Aber so wie es aussieht, ist Tetrahedrit nicht stowable. Haben wir keinen mehr, der sich darum kümmert? Es wäre Bone and Leather, oder? Ja, Butcher und Tanner. Also ja, einen haben wir. Dann machen wir den Farmer hier noch zum Bone and Leather, dass wir zwei haben. Welche 5 ist das? Ist er Engineer? Nein, das ist die andere 5. Also Fischer. Naja. Komm, dann kriegst du auch noch Bone and Leather. Und den Farmer suchen wir jetzt raus. Müsste der hier sein? Ich sollte schon aufs Richtige drücken. Bone and Leather. So. Wie sieht es eigentlich unten in unseren neuen Höhlen aus? Hier ist immer noch nicht vollgeladen, übrigens. Hier sah es in Ordnung soweit. Hier haben wir ordentlich Strip Mining betrieben. Hier haben wir nur ein bisschen gemeinert und dann sind wir runter, bis wir in den Höhlen waren. Naja. Sie sammelt Spinnweben. Mal gucken, wie sieht es eigentlich oben bei unseren Feldern und so aus, wo wir jetzt alles mit Zeug abdecken müssen. Hier sieht's soweit gut aus, die Flickenschusterei. Hier werden langsam auch die Straßen gebaut. Wachsen in den Höhlen da unten auch Dimpelcups und so ein Zeug? Sweetpot, Caveweed, ja, das wächst hier unten alles. Plump Helmets, also ja.
Weiß nur nicht, warum jetzt die ganzen Silks hier verboten sind. Oh, hier ist ein schöner Wald übrigens. Um die rum. Also ein schöner Pilzwald. Und ich könnte ja einfach unsere Hotkeys benutzen. 1, F2, F3. Sollte ich vielleicht F4 dann auch mal zurechtlegen? Dumm. Zwar hier am Eingang. Cave. Ohne die Anführungszeichen, nur mit vielen Ausrufezeichen. So. Das heißt, ich komme mit F4 jetzt hier runter. Gut. Haben wir jetzt eigentlich Silk? Jede Menge Caves bei der Webs, die einfach rumliegen, okay. Und ja, der ist immer noch depressed. Wahrscheinlich, weil so viele seiner Freunde draufgegangen sind, weil sie einfach draußen spielen mussten. Also ja, Holz haben wir gut. Und es ist wieder beim Kämpfen. Makes Sterling Silver Bars. Was wird denn dazu benötigt? Bin ich mal gespannt. Gehen wir dem Ganzen mal. Und vor allem für Sterling Silber gut. Charcoal, Charcoal.